Meinst du das Einstrich Bausa? Ja, Einstrich Höhe. Gab es irgendeinen Zwischenboss? Ah ja, stimmt, ich glaube, Bum Bum gab es in jeder Welt, ne? Ja. Ich bin auch froh, dass es Bum Bum mit den Odyssey gibt. Ja, der Carbonat ist gerade abfließen, ne? Ja. Nebenbei, wie findest du es eigentlich, dass es die Kuperlinge mit dem Odyssey gibt? Findest du das okay, weil man sie so oft gesehen hat, oder eher nee? Ja, da finde ich das. Tatsächlich, ich muss sagen, ich finde es schade, dass die Kuperlinge nicht dabei sind, weil ich glaube schon, dass die herausfordernder da gewesen wären als die Brudals. Weil die Brudals. Ich habe jetzt schon 5. Ja, tja, aber. Ich glaube, die Kuperlinge wären herausfordernder gewesen als die Brudals. So. Nebenbei, wusstest du, dass es in 3D-World so einen Drehsprung gibt? Ja. Finde ich cool. Dem gibt's ja sogar in Mario Odyssey. Finde ich nicht. Ich meine, ich fand das Video ehrlich gesagt schwieriger als Odyssey. Und ich glaube, in dem Interview wurde sogar, ich finde sogar 3D-Land schwerer, ehrlich gesagt. Und 3D-Land wird von vielen als das leichteste von allen angesehen. Ja. Na, vielleicht liegt es auch daran, dass ich scheiße bin in 3D-Land, weil, ja, ich, ganz ehrlich, ich finde, es ist nicht wirklich schlau, ein 3D machen auf den Handheld zu bringen. Das gibt's aber ja nicht schon. Ja, es gibt halt mal viel SDS und 3D-Land. Aber 3D-Land fand ich in Ordnung, also. Ja, ich fand. Das Spiel an sich fand ich in Ordnung. Na gut, es gab zwar einige richtig asoziale Sternmünzen. Ich glaube, irgendwo in Welt 4 oder so oder Welt 5 war eine, wo man sich auf einen fliegenden Fragezeichenblock stellen musste und dort warten musste. Den fand ich richtig scheiße, aber den habe ich auch nur durch YouTube herausgefunden. Das ist genauso wie. Ganz ehrlich, ich fand, das ist genauso wie dieser eine Stern in Bums Wuchtwald, wo man sich einfach ganz random muss an eine Wand stellen. Richtig lame, halt. Andererseits, es gibt halt immer asoziale Sachen. Ich meine, die gibt es ja auch in Odyssey. Ja, nebenbei, ich bin jetzt wieder bei einem Boss. Ja, ich bin auch bei einem Boss. Ja. Hm? Bei Bum Bum oder bei Bowser? Ah ja, stimmt. Ganz ehrlich, das LSP, wo ich da aufgenommen habe und abgebrochen hatte, da habe ich Bowser, glaube ich, in 5 Sekunden besiegt oder so. Da habe ich mich die ganze Zeit vor ihn gestellt und habe die Fußbälle zu ihm zurückgeschossen. So. Nebenbei. Der Boss da in der Waldwelt, der ist super easy. Ich glaube, die meisten Bosse
Ja, ist halt leider ein großes Problem von Mario-Spielen. Ist halt leider auch ein großes Problem von Mario-Spielen. Ganz ehrlich, es gibt da andere schwere Spiele wie Mario Bros. Lost Levels. Ganz ehrlich, wusstest du, dass Odyssey nicht von Miyamoto entwickelt wurde? Sondern Odyssey wurde von, ich glaube, Koizumi entwickelt. Was auch der Entwickler von Zelda Majora's Mask war. So, der Blumenboss ist besiegt und ich krieg einen geilen Multimond. Nebenbei wusstest du, dass Mario beim Sternerhalten drei verschiedene Posen hat? Es gibt die Pose aus Galaxy, wo der, glaube ich, seine Hand raus, seine Hand vor dem Mond hat. Dann gibt es noch die aus Sunshine, wo er seine Faust so die Faust zeigt und das aus Marfins Sicht, wo er das Peace-Zeichen macht. Finde ich cool. So, und ich brauche noch einen Mond, um weiterzukommen. Dann kann ich diese Welt endlich verlassen, weil ich kann die wirklich überhaupt nicht leiden. Tatsächlich, aber ich muss auch zugeben, alle, die nach dieser Welt kommen, finde ich recht geil. Ja, aktuell. Ja, tatsächlich, aktuell kenne ich bei den Welten in Mario Odyssey, habe ich bis zur Welt nach Polar und um Küstenland gespielt, also dem Schlemmerland. Also ich muss dir auch sagen, im Schlemmerland, da war die letzte Mission richtig scheiße, wo man zum Boss kommen musste, aber ja, also zum letzten Boss in der Welt. Aber ansonsten war das auch recht easy. Und ich bin gerade jetzt wirklich gestorben. Oder warte, ist das der Weg zu dieser dunklen Seite? Ja. Das ist ja einer der Gründe, warum ich die Welt nicht mag. Diese dunkle Seite vom Wald, wo man vom T-Rex verfolgt wird. So, ich glaube, ich weiß auch, welchen Mond ich hier noch hole. Nur das Problem, wo ich mit dieser dunklen Seite habe, ist, wie man da zurückkommt. Ich finde nie den Samen. So. Nebenbei finde ich es seltsam, dass man sich sogar in einen Baum verwandeln kann. Ja. Ich meine, man kann sich ja auch ein Stück Fleisch verwandeln. Oh, der T-Rex ist da. Versteck mich. Nebenbei, ich finde es cool, dass auf diesem Stein für den T-Rex so Easter Eggs sind wie der Goomba vom NES oder der Stachy. Ich glaube sogar irgendwo im Kaskadenland gibt es sogar das Triforce aus Zelda. Ja. 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 Da ein Samen. Nee, komm, du gibst mir aber einen Samen, ne? Yo, Ehrenmann. Das ist ein Ehrenmann, ne? Das kann ich ja nicht weg. So. Ja, gut. Ich bin mit dem Forstland fertig. Ich weiß nicht, warum ich immer Waldland sage. Andererseits, ja, andererseits zum Wüstenland sage ich auch immer Sandland, also. Und zu den zu den Monden sage ich auch immer Stern. Ich weiß nicht, warum. Sicher alter Angewohnheit aus Galaxy und Mario 64. So.
Ich teleportiere mich mal zur Audition und gehe da mal weiter ins nächste Land. Und das ist nicht das, wo da auch steht. So. Bin ich froh, dass ich diese Welt schnell hinter mir gebracht habe, ey. Die war. Die mag ich überhaupt nicht halt. So schön finde ich ihn wieder nicht. Ja. Mag die eigentlich. Naja. Ja, jeder seins halt. Alter, ich habe aktuell 58 Monde. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich in meinem privaten Spielstand hier war, hatte ich 99 oder so. Nee, warte. Bevor das kommt. Nebenbei, vor der Welt, wo ich dachte, dass die jetzt kommt, kommt noch das Seeland, okay. Stimmt, ich wollte ja zuerst das Forstland machen, damit der nervige Teil schon gemacht ist. Ja. Nebenbei finde ich krass, was anscheinend nach dem Schlemmerland kommt. Weil laut Karte wird da ein Land angezeigt, weil es schon vom Namen richtig cool klingt. Soll ich sagen? Ja, sag wohl, ich glaube, ich habe mich jetzt trotzdem. Bowsers Land. Achso, ja, ich glaube, ich kenne das. Ja, aber ich glaube, dazwischen kommt auch noch ein Ruinenland, wobei man noch zwischendurch von Bowser angegriffen wird. Ist nicht irgendwie so ein japanisches, kann das schon Häuser, glaube ich? Ja. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich mag diese asiatisch angehauchten Mario-Level. Die haben mir schon zu viel. Die haben mir schon 3D World gefallen. Ja, das stimmt. Was hältst du eigentlich von dem neuen Rainbow Rocket von Wizards of the Ganz ehrlich, ich bin total ausgerastet, als ich den Trailer gesehen habe. Ich glaube spätestens ja, da müsste man gehypt sein, ne? Ich bin perfekt gehypt, ich könnte das Spiel in 2 Wochen an DVD kommen. Ich auch. Und ganz ehrlich, ich finde es krass, dass man so eine krasse Information noch 2 Wochen vor Release bringt. Und vor allen Dingen, als die angekündigt haben, dass man all die Legis da bekommt.